Und zwar hier nebenan. So. So, hier wären wir. Und dann gehe ich mal auf jetzt hin und guck mal nach. Energieschild. Sind hier irgendwo große Ruinen? Da, ne? Man sieht nicht einen Pilz oder so. Können wir direkt vergessen. Aha! Was ist denn das hier? Das sind Ruinen. Ah, ich erinnere mich. Das waren die ersten Fights, wo wir da diese Kämpfe hatten mit Troll gegen den Totenbeschwörer, ne? Aber das ist ja alles kaputt. Das ist, hier ist ja überhaupt nichts. Also klar, hier wächst ein bisschen was. Komm, ich farm's trotzdem ab. Aber ich glaube, das war auch einer der ersten, wo wir schon alles nach Vasen abgesucht hatten. Ah, okay, ich habe nichts gesagt. Hier sind doch einige Trauben. Gut. Ich glaube doch, dass es sich lohnt, hier nochmal eben alles abzugrasen. So, hör damit. Und hier nochmal. Ah, sehr gut, da kommen wir sogar oben drauf. Mit Doppeljump, schaffe ich das? Ja. So. Und so. Ja, ich glaube, ich mache erstmal alles auf dem Ground. Hier könnte ich zum Beispiel... Oh! Hab ich nicht gesehen, ne? Gut. Könnte ich vielleicht hochjumpen? Ja. Sehr gut. Und ansonsten... Eventuell hätte ich tatsächlich mir Holz mitnehmen können, um mir immer so kurze... Also so einmal Gerüste zu bauen. Theoretisch. Aber ich glaube, das geht auch so. Macht ja auch Bock, ne? Hier so ein bisschen rumzuklettern. Bin ich ehrlich. So. Hier komme ich nicht hoch, weil das Ding im Weg ist. Das heißt, ich kann nicht richtig hochjumpen, ne? Dann stoße ich mir den Kopf. Ich probiere es trotzdem dahin zu jumpen. Ja! Hat geklappt. Dann hier. Und hier. Und hier. Na komm. Na, hier komme ich nicht weiter. Da sind Trauben, kann ich da durchgrabben. Jo. Ich jump mal da drauf. So. Und hier rüber. Da sind auch Trauben. So. Sind runtergefallen, schade. Oh. Da ist ein Morgen am Buddeln. Dann buddel mal. Hier ist nochmal was, was von oben angegrabt werden kann. Und noch was. Na los, komm. Ich setze mich mal und hoffe, dass, dass ich da ein bisschen weiter unten bin. Hä? Ah, ich sitze schon. Hat gar nichts geändert. Shit. Doch. Ha. So. Sehr gut. Da sind auch noch welche, da komme ich nicht dran. Ich gehe mal nach hier oben. Ach so, hier ist gar keine Treppe. Hier war die. Da komme ich, glaube ich, nicht hoch, ne? Nee. Ja, obwohl mit Double Jump. Ich kann es probieren. Nee. Nee, nee, nee. Da habe ich keine Kante zum Gegenjumpen. Da ist eine Treppe, mit, wo ich nach oben komme. Vielleicht komme ich da weiter. Sieht gut aus. Ja. Hm, gehe ich mal auf die Stufe und so rüber. Nein! Ah, doch. Genau das wollte ich. Sehr gut. Dann das hier aufgesammelt. Ein davon weg. Nehme ich lieber das hier mit. Die Samen. Die sind natürlich nicht so wichtig wie die Trauben, aber wo sie doch gerade so da liegen, nehmen wir die natürlich auch mit. So, war es das hier oder gibt es vielleicht noch das eine oder andere? Da. Sehr gut. Und wir haben nicht einen Pilz gefunden hier, ne? Da sehe ich aber auch keine irgendwo in der Weite. Dann nochmal von der Seite hier. So. Und hier ist gar nichts. So die Süd, die Nordseite. Da gibt es so keine Sonne. So, da komme ich doch auch dran. Ja. Sag mal. Oh, ne, wie schild. So, und tschüss. Und dann verziehe ich mich hier auch wieder. Oh, ups. Scheiße. Ist das der einzige Weg hoch? Sieht ganz danach aus, oder? Und komme ich darüber, ohne gegen die Stachel zu kommen? Ich probiere es. Ja. Ja, das hänge ich hier. Na, super.
Gut. Also muss ich wieder zurück. Und ich muss außerdem mal dringend sämtlichen Food fooden. Ja, das war jetzt natürlich wieder doof. Ich versuche mal einfach... So. Und ich weiß nicht, wie wir jetzt da hochkommen sollen. Denn ich habe ja leider nichts zum Bauen dabei. Außer das hier. Und habe ich denn Holz? Ja, habe ich. Aber ich weiß nicht, ob ich hier eine Workbench habe in der Nähe. Ja, habe ich. Hui. Sehr gut. Da kann ich so machen. Nein, das war zu weit vorne, ein Stück weiter hinten. So. Und so. Ich glaube, das passt. Ja, Hauptsache, wir kommen da hoch. Und noch ein Stück weiter nach hinten. So. Da muss ich nur zu helfen wissen. So. Und hier drauf und auf Wiedersehen. Gut möglich, dass der Stachel uns trifft, ne? Nee, tut er aber nicht. Gut. Ja, dann weg hier, würde ich sagen. Run, run, run. Und hindurch. So. Und ich weiß nicht genau, wie spät es ist. Ich glaube aber, wir könnten uns noch ein Portal vornehmen. Ja, inventarmäßig kann ich eine Menge wegschmeißen zur Not. Jo. So. Hier war das Notholz drin, ich erinnere mich. Also diese Basis ist. Ich glaube, hier waren aber keine Ruinen in der Nähe, ne? Ja, genau. Das war die mit dem großen freien Gebiet. Ach ja, stimmt. Da war eine Ruine. Die war, glaube ich, allerdings in der Lava, ne? Ja. Ja, nee, das kann ich vergessen. Das kann ich vergessen. Also gut möglich, dass auf der anderen Seite noch was ist, aber das ist mir viel zu heikel. Hier wären ein paar Pilze, theoretisch. Da sehe ich einen. Zwei Pilze. Drei, vier. Ja, ein paar mehr. Komm. Dann, das hier klappern wir eben ab. Weil Straußenfall ist hier ja auch. Hallo? So, jetzt. Pilze. Und hier rüber. Da ist Lava. Da. Schön auch überwuchert. Das ist ja richtig gemein. Oh, Asquin. Bleib mal ganz ruhig, Buddy. Ganz ruhig. Kühl dich schon ab. So. Und tschüss. Ja, den Asquin-Stuff lasse ich mal. Wir haben jetzt selber eine Asquin-Zucht. Wenn wir Asquin-Stuff brauchen, dann holen wir uns den. Also das hier hat gerade natürlich mehr... Oh, ich fühle mich hier voll unwohl mit der ganzen Lava, bin ich ganz ehrlich. Ich will hier echt nicht länger bleiben, als wir müssen. Oh, Straußen fahren. Stack ist voll, dann... Was schmeiß ich denn weg? Was ist da der wertlosesten? Das hier. Hergestellt. So. Und weitergesucht. Hier haben wir noch einen Pilz. Und Straußen fahren. Vorsichtig. Das sieht schon geil aus irgendwie, dass es so halb in der Lava abgesoffen ist. Hat irgendwie was, finde ich. Da, das meine ich, ne? Es wird zu heikel. Obwohl da natürlich auch leckere Vasen stehen, aber nee, das ist es mir nicht wert. Nix wie weg hier. Stopp. So. Und hierauf. Und theoretisch könnten wir dann jetzt schon mal zurückgehen. Hm, der Stack ist fast voll, der ist voll. Aber ansonsten weiß ich nicht. Wir haben gerade so einen Flow, oder? Komm, eins machen wir noch. So. Und zwar hier. Das wäre dann noch das vorletzte. Ich höre hier die ganze Zeit Geräusche von irgendeinem Vieh. Aber ich sehe es nicht. Gut. Oh, da sind wir ja schon. Habe ich mir gerade noch einen Tee eingeschenkt. Ach, hier war's. Ja, nee, hier sind wir völlig falsch. Tschüss. Ja, sehr gut. Dann gehen wir ins letzte und klappern da nochmal ab. Wird allerdings gerade dunkel, ne? Ich beeile mich mal. So. Hier sind wir. Und nochmal kurz auf die Zinnen gegangen. Da haben wir eine Ruine in der Lava. Nein, danke. Hier ist eine Ruine. Die ist ebenfalls in der Lava. Das ist natürlich doof. Verzeihung, habe ich mich gerade verschluckt. Ja, nö. Nö. Das ist ja von allen Orten der absolut unattraktivste. Hier sind Ruinen nur in der Lava und hier sehe ich keinen Pilz und nix. Da ist ein Pilz. Und das war's. Ja, nee. Komm.
Ich würde sagen, das war's. Hier ist Ascheholz, das kann ich noch mitnehmen. Warum auch nicht? Ja, dann würde ich sagen, wir gehen zurück und schmeißen alles ins Lootloch. Und dann gehen wir pennen. So, und hier hoch. Und tschüss. So, dann hier alles runtergeschmissen. Oh, Alter, vor allem Traum und so, ne? Ich glaube, da haben wir doch gerade recht ordentlich eindecken können. Alter, ja, diese Ashland-Effekte. Verschwindet! Ihr kostet nur unnötig Performance. Es laggt. Na los, komm, geh weg. So. Und es ist flüssig. Alles klar. Gut, ja, dann mal nach oben. Da, ne, die beiden Bases. Ist so geil mit Raymonds und Janus Base da oben. Da könnte eigentlich auch noch was hin, ne? Oder da? Mal gucken. Aber ich würde sagen, wir schmeißen uns erstmal eine Pofe, um die Nacht zu überspringen. Die Sonne geht ja gerade unter, ne? Ja, da ist sie schon. Also würde ich sagen, gute Nacht. Guten Morgen. Und was wir allerdings auch mal wieder machen sollten, wir können sowohl nach den Beeren schauen, als auch natürlich müssen wir Harz wieder abzapfen. Also mal kurz hin. So, sehr gut. Hier, hier und dort. Jeweils nur einen? Ach, come on. Wird das da ja bei dem hinten wahrscheinlich auch nicht anders sein, ne? Die Wurzel war ja auch ausgedorrt, als wir vorhin abgehauen sind. Das klang wieder kurz wie ein Mistvieh, aber... Ah, doch, der ist voll. Immerhin. Aber jetzt ist er aus. Na toll. Das heißt, nächstes Mal, wenn wir hier sind, ist der auf Null. Naja, was soll's. Und das hier ist natürlich wunderschön, ne, mit der Textur. Haben sie sich richtig was einfallen lassen? Okay, ich hatte ja schon meine Klappe. Aber ich frage mich sowieso, ich frage mich tatsächlich, das hast du ja irgendwie immer in Spielen, ne? Schon klar, die machen die Textur von oben drauf und deswegen sieht es hier schön aus. Und wenn du es hier jetzt einfach eine Steigung machst, dann wird sozusagen die Steigung verzerrt. Aber ist das denn wirklich so schwer, dass das hier sozusagen als eigene Fläche da dann berechnet wird? Wahrscheinlich schon, sonst würden sie es ja machen, ne? Aber hier kannst du ja schon die Pixel zählen. Naja, gut, was soll's. Ich leere hier nochmal aus. So. Und wir gehen hindurch. Können wir nochmal nach unseren Traum gucken, wa? So, mal gucken. Die müssten ja jetzt gewachsen sein, wahrscheinlich. Das dauert jetzt erstmal ein Weilchen. So. Es sind alle was geworden. Nee, die hier nicht. Benötigt mehr Platz. Schade. Aber hier haben wir ein paar Trauben. So will ich das sehen. Mhm. Hier auch. Aber ne, die Ausbeute im Vergleich zu dem, was wir da eben gerade in den Ashlands gemacht haben, das ist echt einfach lächerlich. Nicht ehrlich. Also es ist mir auch wirklich einfach zu blöd, hier die ganze Zeit zu stehen und zu warten. Ne? Da warte ich lieber, dass es hier sowas sich ausbreitet. Keine Ahnung. Ah. Aber irgendwie, keine Ahnung, finde ich das sehr ineffizient. Da macht es ja mehr Bock, in den Ashlands Festung abzuklappern. Und wenn das schon mehr Bock macht, dann stimmt ja irgendwas nicht. So, ich würde sagen, wir gehen wieder zurück, oder? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Auf Wiedersehen. So, sehr gut. Dann ab ins Lootloch. Und den ganzen Stuff aufgesammelt. Wir haben Ascheholz. Baron. Haben wir zwei Stück sogar. Und genauso wie die Scherben. Die kommen zum Möbel. Dann Harz. Haben wir hier. Ein bisschen was. Lauf nochmal durch. Da war Holz. Und was war das noch? Noch ein Barren. Feuer. Ein köstlicher Met, den mache ich mal hier hin. Knochen. So, und hier, ich mache mal Grausten direkt hier rein. Dann haben wir das schon mal weg. Und was haben wir hier noch? Weichgewebe. Und noch mehr Beeren. Weichgewebe kommt hier. Dann nehme ich nochmal die Beeren auf. Und dann können wir die nämlich in einem wegsortieren. Hier noch ein Bronze-Dingens. So, und dann mal gucken, wie viele Beeren haben wir denn? Boah, eins, zwei und mehr als eine Hälfte. Jetzt ein halber Stack. Sehr gut.
Aber Pilze? Zack. Okay, die sind echt am schwersten zu finden. Ja, hier und Straußenfaden, Alter, wird immer mehr. Sehr gut. Samen haben wir auch welche gefunden. Brauchen wir eigentlich nicht so dringend, aber wo wir sie doch haben. Gold. Müssen wir auch wieder hochbringen. Feuer. So. Sehr gut. Und dann, ich weiß es natürlich nicht mehr genau, wir hatten eben gerade eine Sache ausgelassen, das war das hier. Wegen der Pilze, ne? Ich würde tatsächlich die restlichen Pilze einfach komplett nochmal verwursten. Das war das. Das waren die Beeren. Da habe ich noch zwei Stacks mit. Die blauen Pilze, Harz. Was war das noch? Was war das noch? Was war das noch? Hier dieses, die hier. Ich weiß es nicht mehr. Kein Plan. Ach, Kohle. Die packe ich hier unten gleich rein. So. Und ist Met zufällig ready? Gut möglich, ne? Ja. Zack, zack. Rein, rein. Und hör damit. Und das ist immer noch hier am Brodeln. Ah, habe ich richtig gemacht. Sehr gut. Das braucht zwei und das braucht zwei. Dann würde ich sagen, wir halbieren die einfach direkt, ne? Also 23. Ach, es geht gar nicht. Warte mal, ich mach mal... Oh! Ups. Das wollte ich nicht. Nicht Steuerung klicken, sondern Shift klicken. So, dann können wir nämlich einen schon mal verbrauchen. Und zwar hiervon brauchten wir... Ne, hiervon brauchten wir ein paar mehr. Das heißt, hier mache ich einen mehr als von dem anderen. Wenn der untere Stack weg ist, wechseln wir. Also der Pilzstack meine ich. Die restlichen Sachen sollten ja, glaube ich, halten. Also sollten noch nicht zu Ende gehen. Definitiv nicht. So. So, hervorragend. Noch ein und noch einen letzten. So. Und dann machen wir die restlichen hier mit. Nochmal 11 Stück. Jawohl. Pilze reichen genau, ne? Die blauen Pilze, ja. Harz reicht auch. Oder, warte. Ja. Ja, ja, das reicht. Easy. Könnten wir sogar noch mehr machen, eigentlich. Naja, gut. Dann haben wir immerhin ein bisschen was vorbereitet. So. So. Und noch einen letzten. Sehr gut. Und dann haben wir erstmal wieder alles aufgekocht und aufgemietet. Also aufgebraut. So. Und so. Ich packe erstmal alle rein. So und so. Ja, ist richtig. Boah, hier hat diese 5 Holster Fleisch, ne? Ganz ehrlich. Naja, gut. Nee. 5 bin ich. So. Und hiervon auch. So. Sehr gut. Und dann können wir den ganzen Stuff wieder einsortieren. Halt. So, Beeren. Zack. Und natürlich die Kräuters. Wäre richtig geil, wenn man Feldern so voreinstellen kann, was es sein soll. Dass ich sagen kann, diese ganze Reihe ist hierfür reserviert. Ne? Und dass er das gar nicht erst hier unten einsortiert, sondern dass ich sage, die Reihe ist für Dings, die Reihe ist für das. Ihr wisst schon. Das wäre voll geil. Aber, naja, was soll's. Also, ich bin froh, dass man überhaupt hier dieses schnell einsortieren hat, ne? So, sehr gut. Und ich habe mir übrigens überlegt, wo, was es eigentlich noch fehlt. Wir haben ja in unserer Rüstkammer jede einzelne Waffe auf Max und jede einzelne Rüstung, jeden einzelnen Schild, jeden einzelnen Bogen. Alles, was es an Waffen und Rüstungen und allem Möglichen gibt, haben wir ja hergestellt. So, genauso wie die Werkzeuge. Auch. Die haben wir ebenfalls alle hergestellt. Aber essen ja gar nicht, ne? Ich glaube, ich habe sehr, sehr viele Sachen. Ich fülle außerdem mal hier einen nach. Das wird wahrscheinlich gleich aufhören. So. Denn eine ganze Menge Sachen habe ich gar nicht erst hergestellt, weil ich mir dachte, das brauchen wir nicht. Und das wäre nur verschwendete Ressourcen. Sowas hier zum Beispiel, eine Schwarzsuppe, habe ich noch nie gemacht. Und deswegen würde ich das eigentlich gerne mal nachholen. Blutsack, Distel, Mehl, Honig, Rübe. Das hole ich mal. Blutsack, Distel, Mehl, Honig, Rübe.
Zack. Distel. Mehl. Honig. Rübe. Blutsack. So. Ja. Und dann stellen wir das beides jeweils einmal her. Und jetzt klappern wir die komplette Liste einmal ab, oder? Ich weiß es nicht. Ist gut möglich, dass ich das schon mal hergestellt habe. Eine Schwarzsuppe. Und Blutpudding habe ich schon mal hergestellt. Das weiß ich noch. Den können wir uns eigentlich sparen. Aber ich mache mal eine Schwarzsuppe. Neuer Gegenstand. Und Blutpudding mache ich einfach trotzdem auch. Nur um sicher zu gehen. Ja, meine ich ja, habe ich schon hergestellt. Gut. Und dann nehmen wir uns direkt die nächsten vor. Wildschweinfleisch haben wir, glaube ich, auch. Ich mache es trotzdem. Wildschweinfleisch und Honig. Pilz und Karotte. Ei. Wildschweinfleisch, Honig. Pilz, Karotte. Also Rüben. Karotte. Roter Pilz. Mehl. Und außerdem hier noch ein Dingensfleisch. Hier. Eins. So. Dann, ne? Ich weiß nicht genau, was das bringt. Ob wir dann irgendwie vielleicht sogar ein Achievement kriegen. Ich glaube aber nicht. Ich weiß gar nicht, ob es hier Achievements gibt, ehrlich gesagt. So. Und Karottensuppe. Ah, die habe ich schon hergestellt. Das war mal sogar unser Standardfood, wenn ich mich recht entsinne. Ganz, ganz damals. So, das haben wir, das haben wir. Ach, Ei habe ich vergessen. Ei, Hirscheintopf, das haben wir auch schon hergestellt. Das weiß ich doch genau. Gulasch haben wir das immer genannt. Gekochtes Ei haben wir auch hergestellt, weil es so lecker aussah. Glaube ich. Ein Spiegelei mache ich mal. Augencreme habe ich auch hergestellt, weil es geil aussah. Das hier haben wir nicht. Asquin, Beere und ein Pilz. Oh oh. Asquin-Schwanz, Beere. So, Beere. Pilze kann ich wieder reinmachen. Und außerdem kann ich mal hier das essen. Was wir fertig haben, machen wir eine ganz unterste Leiste. So, damit sich unser Inventar zumüllt. So. Den Met schmeiße ich mal hier hin. Den packe ich oben in unsere Kiste, wenn es soweit ist. Und dann haben wir hier die Monsterorgane. Rein damit. So. Dann die Rüben hier rein. So, das war das hier. Das war einer von den Pilzen. Hm? Hatten wir gar keinen mehr? Ich habe alle verbraucht. Gut, dann muss ich mir das mal kurz aufschreiben. Ich schreibe mal Asquin Gulasch, nenne ich es einfach. Keine Ahnung, wie es wirklich heißt. Dann wissen wir, dass das fehlt. Weil, gut möglich, dass wir vielleicht irgendwie ein Achievement kriegen oder so. Glaube ich aber nicht. Hätte ich gesagt. Also, ich hoffe es mir heimlich, aber eigentlich will ich das sozusagen wie ein Achievement in meinem Kopf. Quasi. Gut. Aber mal schauen, was gibt's hier noch? Da, Asquin-Eintopf. Dann roher Fisch, den haben wir definitiv schon hergestellt. Fisch und Brot ungekocht. Seeteufel und Brotteig. Brotteig braucht einfach nur Mehl. Seeteufel und Brotteig. Das wollte ich schon immer mal herstellen. Glaube ich. Haben wir das noch nie hergestellt? Ich glaube nicht. Brotteig. Müssen wir uns machen. Kein Problem. Oh, ich nehme mir den Bambus-Stack einfach mit. Und Aquarium. Da nehmen wir mal Stufe 1. Ja, nee, der bleibt hier, damit hier Stufe 1 Platzhalter ist. So. Und dann gucken wir mal nach. Dann haben wir das nämlich auch mal hergestellt. So. Brotteig herstellen. Zack. Und Fisch und Brot ungekocht. So. Und natürlich müssen wir das noch backen. So. Von Fisch und Brot. Also ist das ist wahrscheinlich eine Anspielung auf Fish and Chips, oder? Keine Ahnung. Halt. Während das da vor sich hin backt, können wir mal gucken, was ist denn das nächste Rezept? Das sind die Angelköder, die haben wir auch schon alle. Fisch haben definitiv. Das haben wir sogar oben auf dem Tisch liegen, weil es richtig lecker aussieht, wie so ein Wrap. Ungekochter Hase, ungekochtes Huhn. Das haben wir aber auch, ja. Eine gebackene Lox-Pastete, definitiv. Den Pilz haben wir hergestellt.
Das marinierte Grüngemüse haben wir hergestellt. Püriertes Fleisch. Asquin, Vulkan. Also Gaia, Asquin und Straußenfahren. Jetzt aber schnell, bevor es verbrennt da unten. Oh oh, er ist fertig. Schnell, 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 schnell. Asquin. Gaia. Straußenfahren. So, schnell. Bitte nicht verbrennen, bitte nicht verbrennen, bitte nicht verbrennen. Raus damit. Hui. Fisch und Brot. Haben wir noch nicht hergestellt. Sehr gut. Not bad. So, und dann machen wir hier einmal püriertes Fleisch. Müssen wir das auch noch kochen? Nee, ne? Fleischreste können sehr lecker sein, wenn man sie nur richtig püriert. Das stimmt allerdings. Ist tatsächlich was Wahres dran. So, was haben wir hier denn noch? Das haben wir. Die Mehlmischung haben wir definitiv alle. Dann ungekochte Fleischplatte auch. Hackfleischsoße. Weiß ich nicht, ob wir die haben. Gut möglich, dass ich die mal gemacht habe, weil ich gucken wollte, ob das Hundefutter ähnlich aussieht. Ich weiß aber noch, dass ich die Schlangeneintopf als Hundefutter genommen habe, weil das am ähnlichsten so aussah. Da, bitte. So, als ob das so Brocken sind. Sieht natürlich eigentlich auch echt lecker aus, bin ich ehrlich. Wie so ein richtig kräftiger Eintopf, so ein Gemüseeintopf. Wie auch immer, Hackfleischsoße. Wildschwein, Nixe, Karotte. Gut. Ich mache eins nach dem anderen, ne? Dann kommen wir nicht durcheinander. Und das hier kann ich mal nach unten packen. So. Und so. Wildschwein. Hier. Eins. Nixe. Hier. Und Straußenfahren war das, ne? Straußenfahren? Nee, das kann nicht sein. Habe ich nicht gerade gesagt, damit ich nicht durcheinander komme? Ich bin echt so ein Storch. Verdammt, was war's jetzt? Karotte. Karotte war's. Sehr gut. Zum Glück bin ich noch mal ein bisschen durch mein Lager geschweift. So. Hör damit. Und Hackfleischsoße. Zack. Hatten wir schon hergestellt. Gut. Dann haben wir es jetzt noch mal. Was soll's. Das definitiv. Das ist ja mit das Beste an Food, was es gab. Pilzomelette war mal unser Standard-Food. Zwiebelsuppe. Üppige Mahlzeit. Naja, eine Zwiebelsuppe. Drei Zwiebeln. Das sollten wir ja wohl hinkriegen. Also hier. Drei Stück. Alter, dieser Aske macht hier die ganze Zeit einen Lärm, ne? Kann aber sein, dass das die von unten sind. Die sind auf jeden Fall dieses Gestampfe und Gegrunze. Klingt schon echt immer so, als ob die uns gleich irgendwie die Bude einrennen. So ein bisschen. Gut, Zwiebelsuppe. Neuer Gegenstand, hervorragend. So. Dann können wir vielleicht wieder ein bisschen aussortieren. Allmählich wird das hier ein bisschen voll, ne? Ich glaube, ich sortiere mal kurz die Sachen wieder ein. Und mache das mal ein bisschen anders. Moment. Rüben hier. Reptilienfleisch. So. Und Kleinviehfleisch. Und Mehl. So. Und dann packe ich das nämlich alles mal. Das. Ja. Ich mache mal so und so. Und so und so. Ich glaube, das ist sinnvoller. So. Nee. So. So, ja. So ist viel besser sortiert. Sehr gut. Und das packe ich mal in die Garderobe. Ich hoffe, das sortiert sich unten ein. Sehr gut. So. Ne? Dann haben wir hier natürlich nur unsere Nahrung, die wir auch wirklich dann anbieten können. 80. 85. 80. Eigentlich wird das so und so. Damit man sieht, dass das hier höherstufig ist und das auf einem Level, ne? Eigentlich völlig Wayne.